Jawohl, wieder zurück. Schön, dass ihr da seid. Das Schiff hier hängt gerade irgendwie ein bisschen. Wartet vielleicht, man weiß es nicht. So, eine neue Mission. Mein Vater hat immer gesagt, Unwissenheit ist Glück. Schicken Sie das Teammitglied in den Urlaub. Ja. Gut, machen wir mal. Der gönnt sich jetzt schön eine Runde Urlaub. Was ist mit dem los? Dieses nächste Lied ist meinem Ex Reggie gewidmet, der mich verließ, weil er zur Armee ging. Denn dort wurde er, bisschen Stau, wa? Besser behandelt. Dieser unglückliche Einkaufsbummel. Das muss ich gerade mal kurz bei deinem Maus was schauen. Wo auch immer du jetzt bist, wenigstens wirst du nicht von einem Alligator gebissen. Ein Flugzeugteil kann man auch irgendwann noch bauen. Natürlich krass. Die Kaserne ist jetzt auch mal fertig. Und hat jetzt auch hier Soldaten. Na, wo rennen noch welche rum? Da unten. Ja, das ist doch ganz gut. Haben wir jetzt auf jeden Fall einen kleinen Schutz hier gegen irgendwelche Aufstände etc. Aber die Zufriedenheit ist so unten. Da muss man jetzt echt mal schauen, was hier los ist. Mentalität. Bei Religiösen und Kommunisten. Ja. Das liegt halt an dieser blöden Verfassung, die ich hier gemacht habe. Und die kann ich jetzt 36 Monate. Warum rauschen das so? Keine Ahnung. Jedenfalls kann ich die 36 Monate lang nicht ändern. Und das ist wirklich schade. Dass ich mich da einfach so verklickt habe, praktisch. So. Da-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Wir brauchen Kohle, und zwar zackig. So, und wir schauen mal, was da vorne dann da drin ist. Hier haben wir, was ist ein Bauxit? Oh, was haben wir denn hier eigentlich bekommen? Oh, ein bisschen Kohle bekommen. Cool. Wir können jetzt endlich mal eine Zigarrenfabrik kaufen. Wird mal allerhöchste Zeit hier. So. Weil da haben wir es endlich mal geschafft, dass wir auch mal den ganzen Tabak verarbeiten können. Und meine Güte, diese Musik. Ich hoffe, bei euch ist es nicht zu leise. Bei mir geht die gerade so auf die Eier, aber bei mir ist es so laut. Was? 38 Zufriedenheit nur. Okay, so langsam wird es echt mies. Wir modernisieren jetzt mal so nach und nach hier die Häuser. Eventuell hebt das mal ein bisschen die Stimmung hier. Wenn ich so ein Parkhaus baue, glaubt ihr, das hilft? Man weiß es nicht. Ich habe jetzt hier auch keinen Platz gerade außer hier. Dann bauen wir da einfach mal eine Garage, Parkplatz, so. Aber das ist echt. Also Eisen haben wir hier drin. Uran, okay. Ja, also mit der Zufriedenheit weiß ich jetzt gerade echt nicht. Die Sicherheit 49, okay. Unterhaltung ist richtig schlecht.
Wegen der Unterhaltung, ja. Ein Restaurant, wie viel kostet 1200? Ja, okay, das bauen wir jetzt einfach mal. Unebenes Terrain. Bauen wir da mal das Restaurant hin. Dann hoffen wir echt mal hier auf die ganzen Schiffe. Wo hauen wir denn hier noch gerade ein Schiff raus? Einmal beim Rum. Und beim Fleisch. Okay. Also ich finde es gerade wirklich ein bisschen merkwürdig, mit der Zufriedenheit um mit dem Geld. Das ist so abkackt hier, aber ich glaube, das wird gleich besser, wenn wir hier die Zigarrenfabrik mal haben. Hoffe ich jedenfalls, dann sind wir wirklich sehr schlecht dabei. Achso. Bildung und so ein Zeug haben wir jetzt völlig vernachlässigt. Wir bauen auf jeden Fall mal ganz schnell jetzt eine Highschool. Passt die hier noch hin? Oh, geil. Die passt da noch hin. Ich hoffe, die Highschool, die tut noch ein bisschen die Zufriedenheit erhöhen, weil, ja, wird mal wieder richtig knapp hier. Was ist das für ein Schiff? Okay, wir machen wieder ein bisschen Kohle. Und da geht schon wieder ein Bach runter. Unsere Ausgaben sind zu hoch. Wir sollten echt mal gucken, wo wird denn jetzt hier so viel Kohle ausgaben? Kann man jetzt mal nicht mal schauen, was hier alle Ausgaben sind, du? Also ich würde... Wollen Sie sterben? Nee, will ich nicht, aber ich würde gern Kohle machen. Und so wie es gerade läuft, ist genau der Gegenteil, das Gegenteil der Fall. Das ist alles hier ziemlich. Können wir machen jetzt hier mal ein bisschen Modernisierung. Turbo. Unsere Handelsschiffe haben was exportiert. Juhu, wir haben wieder Kohle. Und jetzt werden hier endlich mal Zigarren hergestellt. Ah, ich erinnere mich an meine Tage in der Highschool. Damals war ich ein pickelübersätes Monster. Die Anführerin der Cheerleader schnappte sich einmal meinen Freund, Sportskanone Raoul. Da ließ ich sie ihre eigenen Puschel fressen. Dann sagte ich zu Raoul, es stinkt mir, dass du mich betrügst. Dann stieß ich ihn in eine Jauchegrube. Zum Glück bin ich seitdem etwas ruhiger geworden. Ich würde sagen, wir modernisieren hier auf jeden Fall die Häuser. Oh, wir haben hier eine Mietskaserne. Kann man die hier... Nee. Aber wir modernisieren einfach jetzt mal die ganzen Häuser hier. Vielleicht gefällt es den Leuten und dann finden sie mich hier ein bisschen besser. So, noch ein bisschen warten. Jetzt geht es nämlich wieder ein bisschen abseits hier. Im Minusbereich rein. Hier haben wir ja eigentlich relativ... Sieht auch alles ganz supi aus, so vom wirtschaftlichen daher, aber wir machen einfach keinen Gewinn.
Also jetzt keinen großen Gewinn. Deswegen überlege ich gerade. Eine Botschaft. Ja, wir bauen jetzt mal eine Botschaft und zwar. Direkt hier so neben die Zigarrenfabrik. Uff, was ist denn hier los? Produziert nichts. Okay. Das Sägewerk ist auch irgendwie weg. Dann bauen wir mal noch eins. Das ist das Holzfällerlager, meine ich. So, war gerade ein bisschen komisch und jetzt gucken wir mal, dass wir in der Straße dahin klatschen noch so. Einfach gerade durch. Und dann wird da hoffentlich gleich mal Holz gefällt. So, die Zufriedenheit geht gerade einen kleinen Tick hoch. Verschuldung rast wieder sonst wohin. So, wie sieht es bei den Fraktionen aus? Schlechter Ruf bei den Kommunisten und das 48 Wähler. Jetzt wird's kacke. Ganz im Ernst, jetzt wird's richtig kacke. Geliebt wegen. Ja, die Kapitalisten, ey, alter Schwede. Ja, das liegt ganz klar wieder zu viel an unserer Verfassung. Weil ich da einfach verkackt habe mit dem Auswählen. Präsident, wir konnten im Rahmen einer Militärausstellung einige Panzer in unsere Finger bekommen. Damit haben wir im Handstreich große Teile Europas erobert, bis uns der Sprit ausgegangen ist. Ja, ich glaube auch so. Was kann man jetzt mal Sinnvolles hier? Verfassungsoptionen. Okay, das könnte vielleicht nützlich sein. Dauert 21 Monate. Und da geht's wieder mit dem Geld in den Bach runter. Heieiei. Mann, Mann, Mann. Die Ananasplantage. Okay, können sie heute mal verzehren? Aber die Zufriedenheit, das ist nicht cool. Unterhaltung, Zufriedenheit. Vom Restaurant mal gebaut. Ja, also jetzt wollte ich nochmal gerade kurz nachgucken, wie an Zufriedenheit. Das liegt da jetzt hauptsächlich an der. Hier sollen wir noch mehr Religionsgebäude bauen oder was? Also kann man eine Kirche jetzt eigentlich bauen? Genau, wir können endlich mal eine Kirche bauen. Halleluja. Braucht ihr eine Straße? Nö, ne? Dann hau ich die einfach hier so rein. Und hoffentlich wächst jetzt mal da ihre Zufriedenheit, dass wir endlich mal hier ein bisschen Rambazamba machen können. Huch, was war das denn? Weil sie mit ihrem Leben in Tropico unzufrieden sind. Ich wusste es, Präsidente. Ich wusste es einfach. Diese Ausländer beneiden uns und wollen Tropico schaden. Die Welt befindet sich im Krieg. Ich bin kein Experte, aber nun scheint eine gute Zeit zu sein, um das Militär aufzurüsten. Man weiß. So, hier schicken wir. Muss auch behandeln. Meinen Berechnungen zufolge wird Tropikos annehmen. Wir werden einen Leuchtturm bauen.
So, eine Militärbasis sollen wir noch bauen. Mr. President, mein... Die Welt befindet sich im Krieg. Ich bin kein Experte. Ja, Militärbasis, damit müssen wir erstmal Geld verdienen. Jedenfalls haben wir jetzt erstmal die Zufriedenheit erhöht, wieso auch immer. Das liegt wahrscheinlich hier an... Also wir müssen echt mal die Kommunisten jetzt wieder und die Religiösen hier zu uns gewinnen. Alter Schwede, das wird richtig krass hier. Also, wir haben immer die Falschen, denen wir hier gefallen. Die sollen hier endlich mal weiterbauen. Was kann man hier? Nix. Machen wir. Aber wie es hier gerade abgeht, ey, das ist irgendwie... Oh. Holzfäller, ja, guck mal. Funktioniert doch hier. Wiederaufforstung. Das brauchen wir wirklich. Jetzt brauchen wir erstmal ein Schiff, was hier Waren exportiert und dann wieder Kohle bekommen. Wiederaufforstung, das machen wir schnell rein. Sonst hacken wir hier die ganzen Bäume weg und dann kommt auch nichts mehr. Ich bin so froh, dass es auf der Insel eine neue Kirche gibt. Jesus hat uns viel beigebracht, zum Beispiel auf dem Wasser zu surfen und... die andere Wange hinzuhalten. Ich missachte die letzte Regel oft und gebe dem Kerl eins aufs Maul. Aber danach tut's mir immer leid. Ja, und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber wir haben gerade übelste Probleme mit der ganzen Wirtschaft hier. Rum und Zigarren tun wir ja schon. Was? Wir tun keine Zigarren? Ja, Halleluja, dann machen wir das jetzt mal. Und irgendwie haben wir, glaube ich, ziemlich viel Arbeitslose, kann das sein? Ja, Hammer. Da wollte ich jetzt einfach mal... Ah, Militärbasis können wir jetzt bauen von 13.000. Das machen wir jetzt mal, dann können wir uns wenigstens mal schützen, wenn hier der Weltkrieg... der zweite ausbricht und ich glaube, den klatschen wir hier so hin. Sind jetzt zwar dicke in den Schulden, aber wie auch immer. Im Almanach schaue ich gerade mal kurz nach wegen den Fraktionen nochmal. Kommunisten, schlechter Ruf, scheiße, wenn man da echt. Naja. Präsident, ich zittere, Sie zittern. Kleines Erdbeben. Oh, ein krasses Erdbeben. Erdbeben. Hat unsere Fischerei kaputt gemacht. Das Erdbeben ist vorüber. Wir leben noch. Och nö, es hat schon was kaputt gemacht. Wieder aufbauen. Wie kann ich helfen? Ja, einiges kaputt mal wieder hier. Reparieren. Produziert Blanken aus Baumstämmen. Warum bekommen die keine Baumstämme? Hä, das finde ich jetzt richtig unlogisch, weil... Ah, jetzt okay, jetzt klappt's. Cool, die Zufriedenheit steigt an, aber das mit der Kohle haben wir immer noch nicht im Griff. Da muss irgendwas... Kann ja nicht sein hier. Verordnungen. Wir veranlassen jetzt eine Vermögensteuer. Diejenigen, denen es besonders gut geht, zahlen jetzt etwas mehr Steuern, damit es uns allen besser geht.
und wir zusammen als ein Volk in Richtung Wohlstand unterwegs sind. El Presidente ist unser Robin Hood. Er nimmt von den Reichen und schenkt es sich selbst. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall auch schon mal den Ruf bei den Kommunisten ein bisschen. Aber ist cool, wir haben ja überall einen guten Ruf, außer bei den Kommunisten, das holen wir jetzt auch noch auf und dann klappt das irgendwann wieder. So, hier haben wir Tabak. Jetzt, ich verstehe mal nicht. Wo machen wir denn so viel Misswirtschaft? Ich raff das immer noch nicht so ganz. Wir machen hier... Ach, Kinders. Wir exportieren vielleicht auch einfach zu wenig. Und wir haben ja auch nur zwei Schiffe, also... Ich könnte jetzt auch noch ein paar... Genau, dann... So, ist an der Küste. Straße bauen wir noch hin. So. Jetzt heißt es aber mal endlich mal hier Vollgas geben, damit wir endlich mal hier wieder Kohle reinkriegen. Und ich werde da auch mal nach der Folge irgendwie recherchieren, was man da ändern kann, weil ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, was ich hier machen könnte, sollte. Wo ist das Zigarrenschiff, bitteschön? Man weiß es nicht. Das tut hier rum exportieren. Und wir haben ja nur zwei Schiffe, weil ansonsten wird ja hier nichts ausgeliefert. ...46 Zufriedenheit und es geht wieder den Bach runter hier. Huch, was ist das denn? Krasser Stau irgendwie. Kann man da jetzt irgendwie mal was gegen tun? Man hilft es, wenn ich jetzt hier eine Garage oder so baue. Wo waren das jetzt hier? Ein Parkplatz. Reißen wir ab. Parkplatz hin, vielleicht leert es die Straßen. Kann ja sein, ich weiß es nicht. So, jetzt ist weg. Wird das jetzt gebaut? Ja. So. Der Fischereihafen ist immer noch nicht fertig. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Also, wir haben ja echt hier... Oh. Öl. Sollten wir auch mal noch erschließen irgendwie, aber wir können ja das noch alles nicht machen. Forschung dauert noch 5 Monate. In Europa braut sich etwas wirklich Großes zusammen. Pläne für gewaltige Schlachten und Operationen mit Codenamen. Das sind keine Sandkastenspiele mehr. Beide Seiten bitten uns um Hilfe. Ich glaube, wir machen mal mit den Achsenmächten, weil wir ja sowieso mit denen, glaube ich, gerade nicht so dolle dastehen, soweit ich weiß. Oh, doch. Da hätten wir doch eher zu den Alliierten was
machen sollen. Naja, wie auch immer. Ist jetzt so passiert. Gut. Aber wir haben immer noch einen krassen Stau. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie man den verhindern kann. Die sollen hier endlich mal was Schnelles bauen, ey. Aber bevor das natürlich passiert, werden die hier erstmal einen Fischereihafen bauen. Ich habe gerade das Gefühl, dass es gerade mit der Wirtschaft ein bisschen besser klappt und wir nicht mehr die ganze Zeit so übelst die Schulden machen. Da können wir natürlich gerade mal schauen, was wir bauen könnten. Stahlwerk. Ne, das bringt jetzt eigentlich das gerade echt nicht. Wir können ja mal noch ein paar Mietskasernen irgendwo hinklatschen. Frage ist gerade wo. Hier kann man nichts bauen. Ehrlich gesagt würde ich das hier irgendwie machen, da müssen wir aber erst noch hier irgendwie eine Straße fertig bauen. So. Ich glaube, wenn man hier eine durchmacht, so, könnte es ganz sinnvoll sein. So. Ganz sinnvoll sein, weil dann kann man hier Mietskasernen so hinklatschen. Bauen wir mal 3. Jetzt gibt es hier Synchrontanz der Baukräne. Und ist gerade irgendwie ziemlich diesig unterwegs alles hier. So. Der Parkplatz ist gebaut. Im Primärverwaltung, blablabla. Hoppala. Ja, keine Ahnung. Aber ich denke mal, dass das jetzt ein bisschen was geholfen hat hier, weil hier staut sich jetzt irgendwie auch nicht mehr so. Präsidente, in Übereinstimmung mit Paragraph 70 fordere ich Sie gemäß Absatz 3c dazu auf, eine Zusatzvereinbarung in die Tarifgesetzgebung aufzunehmen, nach der General Penultimo jedes Jahr eine Gehaltserhöhung erhält. Ja, das glaube ich auch. Wahlrecht, wir können jetzt endlich mal das Wahlrecht. Machen wir alle Bürger. Zumindest weniger religiöse Bürger. Freiheitszufriedenheit steigt. Genau das machen wir. Und Militär. Highschool-Soldaten. Machen wir die Miliz, würde ich sagen. Segnen das ab. Neue Forschung brauchen wir natürlich. Strom könnten wir machen. Ich würde sagen, wir erforschen mal hier den Sozialismus. Vielleicht hilft es den Kommunisten ein bisschen hier mir zu gefallen. Mir den Kommunisten zu gefallen, meine ich. Ach, da habe ich jetzt auch schon verkackt. Mal wieder. Aber egal, das passt ja auch. Gefällt mir, von daher. Jetzt haben wir aber kein Personal. Hier klatschen wir mal noch Maschinengewehre rein. Hä?
Ach so, Scheiße. Scheiße, Mann. Ich habe jetzt durch die Verfassung, durch Miliz. Ja, ich frage mich, warum dann da keiner mehr arbeitet und so, ne? Also, das finde ich jetzt schon ein bisschen doof. Und hier auch überhaupt keiner mehr, ne? Hä? Da müssen da trotzdem noch... Jetzt habe ich alle... Schau ich nämlich mal nach, wegen der... Ja, 45 Leute arbeitslos. Natürlich scheiße. Weil wir warten auf Geld. Kommt mal alle zackig her hier. Zwei Gastarbeiter kommen wohl an. Soll ich vielleicht noch einen dritten Hafen bauen? Weiß nicht. Machen wir einfach mal. Ich meine, schaden kann es nicht. Und wir haben eine neue Mission. Unsere tapferen Soldaten kämpfen gegen Tyrannei und Unterdrückung. Oder dafür. Nehmen wir an. Bananen exportieren. Ich glaube, ich brauche jetzt echt mal noch ein paar Plantagen. Mir geht es so auf den Senkel hier. So, haben wir hier eine Bananenplantage. Und hier eine. Und ich hoffe, das hilft uns jetzt mal richtig, hier ein bisschen auf den Putz zu hauen. Naja, aber der Preis sinkt immer noch alles ziemlich hier. Kommt mit einem Schiff. Okay, jetzt haben wir drei Schiffe. Will jemand irgendwas Cooles? Eisen können wir machen. Ja, das müsste klappen. Nur Fleisch macht gerade keiner. Achso, dann machen wir das hier weg. Fleisch hauen wir es rein. Hallo? Warum können wir im Fleisch keins reinpacken? Ja, machen wir es beim Eisen wieder hin. Und weiter geht's. Ja, hier wird jetzt mal gebaut, 96%, okay, dauert ein bisschen noch. Wir haben mal wieder hier von den Soldaten her echt verkackt. Oh mein Gott, warum haben wir denn so viel Geld? Achsenmächte haben wir überwiesen. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass die USA schon bald die Prohibition einführen werden. Ja, aber Rumdestillerie haben wir doch hier stehen, sag mal. Meine Nachforschungen. Unsere tapferen Soldaten kämpfen gegen. So, jetzt haben wir dicke Kohle im Moment. Aber wir machen trotzdem immer Minus und wird immer alles abgezogen und jetzt schon so viel Zeit rum. Also ich werde jetzt gleich mal ganz fuchs hier speichern und dann auf jeden Fall mal noch googeln, wie man das am besten hier noch hingebacken bekommt. Alter Schwede, weil so kann es ja nicht weitergehen. Also bis zum nächsten Mal und ja, tschüssi.